Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die bedrohlich steigenden Infektionszahlen zeigen uns, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Und das wissen auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger. Und sie haben Verständnis für die sehr einschneidenden Maßnahmen, obwohl es sie wieder an die Grenzen der Belastung bringen wird. Und ich glaube, dass wir die Unterstützung und die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger bei diesem gemeinsamen Ziel, die Infektionszahlen zu senken und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu bewahren, nicht verlieren dürfen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir diese Akzeptanz in der Bevölkerung nur erhalten und stärken können, wenn wir die Entscheidungen raus aus den Verhandlungszimmern, raus aus den Videokonferenzen der 16 Länderchefs und der Kanzlerin holen und hier im Parlament öffentlich und transparent diskutieren. Denn das Parlament ist die Herzkammer der Demokratie. Hier ist der Ort für Wort und Widerwort, und hier muss das Ringen um die besten Lösungen stattfinden. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe auch uns als Oppositionsfraktion in der Verantwortung. Wir Grüne haben immer deutlich gemacht, dass wir kritisch, dass wir konstruktiv das Regierungshandeln begleiten werden. Denn wir alle tragen Verantwortung für den Schutz unserer Bevölkerung und insbesondere auch für die Risikogruppen, dafür, dass wir eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern. In den täglichen Corona-Lageberichten, die wir ja bekommen vom Max, kann man seit Tagen beobachten, dass die Fallzahlen in den Krankenhäusern deutlich zunehmen. Seit Tagen ist die NRW-Karte dunkelrot gefärbt. Und wenn ich so darüber nachdenke, dass wir über Grenzwerte, Inzidenzwerte diskutiert haben von 35, von 50 als Schwellen neuer Maßnahmen, dann erscheint das aus der heutigen Perspektive fast absurd. So hoch sind die Zahlen inzwischen. Und dass etwas passieren muss, um dem Virus zu begegnen, ist aus meiner Sicht völlig unstreitig. Es ist höchste Zeit zu handeln. Und umso weniger, das möchte ich auch sagen, ist das Getöse von Christian Lindner, von Teilen der FDP nachvollziehbar. Und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht glaubwürdig, wenn Lindner im Bundestag hart kritisiert, die FDP hier aber zustimmt. Und wenn dann wenigstens Alternativvorschläge kommen würden, wie man denn jetzt damit umgehen will, mit den hohen Infektionszahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Auftritt der FDP derzeit, das hat für mich wenig mit verantwortungsvoller Politik zu tun. Klar ist aber auch, im Gegensatz zum Monat März sind wir heute weiter. Wir wissen mehr darüber, wie sich das Virus verbreitet, dass Alltagsmasken wirken. Und gerade deshalb ist die Kritik an einer pauschalen Schließung in den Bereichen der Gastronomie, der Kultur, im Bereich des Sports ja durchaus nachvollziehbar. Die Betreiber von Restaurants, von Cafés, die Solo-Selbstständigen, die Theatermacher, die Kinobesitzer fragen doch zu Recht, warum sie im Sommer an ausgefeilten Hygienekonzepten gearbeitet haben, warum sie in Schutzmaßnahmen investiert haben und jetzt doch diejenigen sind, die als erstes wieder dicht machen müssen. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, dass wir nicht mehr mit Bestimmtheit sagen können, wo Ansteckungsorte sind. Aus der Erkenntnis, dass viele Infektionen auf den privaten Bereich zurückzuführen sind, kann meines Erachtens umgekehrt nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es etwa im Theater oder in der Straßenbahn kein Ansteckungsrisiko gibt, denn wir wissen es schlechtweg nicht. Und natürlich hat es inzwischen auch, nicht nur, aber auch etwas mit der Überforderung der Gesundheitsämter zu tun, weil nicht jeder Kontakt mehr zurückverfolgt werden kann. Ja, und jetzt ist endlich Geld da für mehr Personal in den Gesundheitsämtern, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum man nicht eher in personelle Aufstockung, in die digitale Ausstattung der Gesundheitsämter investiert hat. Und Herr Laumann, Herr Laschet, ich finde, dass Sie da an dieser Stelle Ihre Verantwortung vernachlässigt haben. Sie hätten hier Vorsorge treffen müssen. Und die personelle Ausstattung der Gesundheitsämter ist doch ein Beispiel dafür, dass diese Landesregierung endlich wegkommen muss vom Krisenmodus und endlich ein Vorsorgemanagement betreiben muss.
Und es würde schon helfen, Herr Laschet, endlich den vorgehaltenen Krisenstab der Landesregierung zu aktivieren. Wir müssen den gar nicht einrichten, den gibt es ja, der besteht ja. Es gibt einen Krisenstab und alle Bezirksregierungen, alle Kreise, alle kreisfreien Städte haben ihre Krisenstäbe längst aktiviert. Insgesamt sind es 58 Krisenstäbe in diesem Land, die die Arbeit koordinieren, nur ausgerechnet ein Krisenstab Tag nicht. Und das ist der Krisenstab der Landesregierung. Und das steht doch sinnbildlich für das Krisenmanagement dieser Landesregierung. Herr Laschet, nutzen Sie die Kompetenz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krisenstab. Das würde insbesondere der bisher chaotischen Kommunikation mit den Kommunen abhelfen. Ich möchte aber auch noch einmal an die Zeit im Frühjahr zurückerinnern. Das war eine Zeit, die sehr geprägt war von Solidarität in der Gesellschaft. Und diese Solidarität brauchen wir jetzt wieder. Solidarität heißt für mich, neben dem Schutz von Risikogruppen auch die Solidarität mit denjenigen, die besonders von der Krise betroffen sind. Das sind diejenigen, die ab Montag nicht mehr auf der Bühne stehen, die ihre Cafés, ihre Tanzschulen, ihre Kinos schließen müssen. Für viele ist das wirklich eine bedrohliche Krise. Und deshalb müssen die angekündigten Hilfen für Betriebe, für Selbstständige jetzt auch wirklich ankommen. Sie müssen schnell und sie müssen unbürokratisch sein. Und insbesondere die Solo-Selbstständigen gehörten ja zu den Ersten, die durch die Einschränkungen im März ihren Betrieb einstellen mussten. Und es sind diejenigen, die im November keinen einzigen Euro Umsatz erzielen können. Wir Grüne haben von Beginn an einfache und transparente Unterstützungsmaßnahmen vorgeschlagen, damit niemand durchs Raster fällt. Und deshalb muss der Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige und Freiberufler nun endlich auch kommen. Auch das ist für mich ein Ausdruck von Solidarität. Wer in dieser Krise aber wieder einmal vergessen wird, und es ist auch heute noch überhaupt nicht benannt worden, das sind die Studierenden. Das Überbrückungsgeld des Bundes, das wegen der hohen Anforderungen auch schon zuvor viel zu wenig Studierende erreicht hat, ist Anfang diesen Monats komplett ausgelaufen. Wenn ab Montag die Cafés schließen, wenn auch in vielen anderen Bereichen, wo Studierende Nebenjobs haben, schließen, dann ist das ein echtes Problem. Und die Studierenden gehören ohnehin schon zu einer Gruppe, die hart getroffen ist. Wenn Auslandssemester verschoben werden, wenn vorgeschriebene Praktika nicht durchgeführt werden können. Und wenn dann noch Studierende aus finanziellen Gründen ihr Studium abbrechen müssen, dann trifft das aus meiner Sicht ganz empfindlich auch die Generationengerechtigkeit in diesem Land. Und hier erwarte ich von der Landesregierung, dass sie endlich Programme auflegt und die Studierenden in Not absichert. Ich finde, dass zur Generationengerechtigkeit aber auch die Frage gehört, wie wir mit Kindern, mit Jugendlichen, mit älteren Menschen in unserer Gesellschaft umgehen. Und ich bin erleichtert darüber, dass es inzwischen einen politischen Konsens darüber gibt, dass Kinder, dass Jugendliche und ältere Menschen nicht wieder zu den Leidtragenden dieser Pandemie werden dürfen. Und auch, dass Möbelhäuser nicht wichtiger sind als Kitas und Spielplätze. Natürlich ist die Bildungsgerechtigkeit ein Argument, aber ich finde, das andere wichtige Argument ist auch der Kinderschutz. Und das fehlt mir auch oft in der Debatte, auch die Gesundheit von Eltern ist doch ein Thema. Die Monate März bis Mai diesen Jahres war für viele Eltern mit kleinen Kindern ohne jegliche Betreuungsinfrastruktur eine verdammt harte Zeit. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Wenn dann noch berufliche Existenzängste dazukommen, dann war das eine verdammt harte Zeit für diese Familien. Und deshalb finde ich auch, dass es Solidarität geben muss, genau mit diesen Familien in dieser schwierigen Zeit. Und ja, wir wissen, dass es natürlich auch in Kitas und in Schulen zu Ansteckungen kommen kann. Das ist ja klar. Deshalb ist es für mich eine Frage der gesellschaftlichen Prioritätensetzung, welche Einrichtungen offen bleiben können und welche nicht. Das entbindet die Landesregierung aber nicht von der Verantwortung gegenüber Erzieherinnen und Erziehern und Kindern in den Kitas, von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in den Schulen. Die Landesregierung muss im Bereich der Schule nachlegen. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum die Schulministerin auch Ende Oktober noch keine Strategie zum Beispiel für kleinere Lerngruppen hat. Warum es keine Förderrichtlinie für die Förderung von Luftfilteranlagen gibt. Es ist ja schön, wenn Geld bereitgestellt, aber dann müssen auch die Förderrichtlinien
Förderrichtlinien raus, damit es endlich auch an die Anschaffung gehen kann. Insgesamt hinterlässt die Schulministerin den Eindruck, als wäre sie vom Herbst gnadenlos überrascht worden. Aber wie kann das eigentlich sein? Zu Beginn der Pandemie haben uns doch zahlreiche Expertinnen und Experten vorausgesagt und uns davor gewarnt, dass es eine zweite Welle im Herbst geben wird. Und wenn man noch mal zurückdenkt an den März und an das Frühjahr, schon im Frühjahr hat die Schulministerin die Osterferien nicht genutzt, um sich auf eine Öffnung der Schulen vorzubereiten. Im Sommer ist nichts passiert, in den Herbstferien ist nichts passiert. Und da muss ich sagen, mit dieser Arbeitsverweigerung, Frau Ministerin, gefährden Sie auch den Zusammenhalt und die Akzeptanz von Maßnahmen. Ich finde das nicht in Ordnung und fordere Sie auf, endlich tätig zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe gerade von Prioritätensetzung gesprochen, welche Einrichtungen offen bleiben und welche geschlossen werden müssen. Bei der Prioritätensetzung und beim Offenhalten geht es auch um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen. In den Heimen darf es nicht wieder zu einer Isolierung von Bewohnern kommen. Die Grüne haben schon im Mai die Teststrategie gefordert. Wenn es jetzt regelmäßige Testungen von Personal, Bewohnern und Besuchern und auch Schutzkleidung geben soll, ist das ja gut. Aber sie müssen auch tatsächlich in den Einrichtungen ankommen und dort auch umgesetzt werden. Eines finde ich wirklich wichtig für uns, und ich hoffe, dass wir auch fraktionsübergreifend hier einen Konsens haben. Diese Pandemie darf nicht wieder zur Vereinsamung führen. Auch das ist für mich in Bezug auf ältere Menschen tatsächlich eine Frage von Generationengerechtigkeit. Was aber bislang in der Debatte, und Herr Laschet, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das haben Sie nicht beantwortet und dazu auch nichts gesagt, was völlig ungeklärt ist und auch im Beschluss der MPK fehlt, das sind doch die Antworten auf die Fragen, wie es denn eigentlich ab dem 1. Dezember weitergeht. Wie verhindern wir denn, dass es nicht zu einer dritten oder einer vierten Welle kommt? Was ist denn, wenn die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden ab nächsten Montag, eben nicht den gewünschten Effekt haben und die Zahl der Neuinfektionen bis Dezember gar nicht sinken? Was machen wir denn dann? Was ist denn der Plan der Landesregierung? Wie gehen wir denn dann weiter damit um? Und ich erwarte von der Landesregierung auch, dass die nächsten 4 Wochen genutzt werden, Konzepte für ein Leben mit dem Virus vorzulegen. Denn unsere Gesellschaft, unser Land kann es sich schlichtweg nicht leisten, dass das öffentliche und dass das soziale Leben immer wieder eingeschränkt und in Teilbereichen auch komplett eingestellt werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in 2 Wochen spricht die Kanzlerin wieder mit den Länderchefs. Und in 2 Wochen werden auch wir wieder als Landtag tagen. Und es wird Sie nicht überraschen, Herr Laschet, dass wir Grüne dann auch Antworten auf diese Fragen erwarten. Wir Grüne wollen, dass das Parlament der Ort ist, an dem die zentralen Debatten über die Herausforderungen für unsere Gesellschaft geführt werden. Das Parlament ist der Ort der Gesetzgebung und der Kontrolle der Landesregierung. Und über ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie ist es endlich an der Zeit, die verschiedenen Regelungen auf eine solide gesetzliche Grundlage zu stellen. Und ich freue mich, wenn wir da vielleicht inzwischen auch in eine ähnliche Richtung diskutieren und da weiterkommen. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir Transparenz, dass wir Klarheit schaffen, dass hier im Parlament eine gründliche Abwägung von Grundrechtseingriffen stattfindet und wir damit im Übrigen auch die Rechtssicherheit stärken. Und damit komme ich auch wieder zum Anfang meiner Rede zurück. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass eine öffentliche, eine transparente Debatte, Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat und auch Akzeptanz solcher einschneidenden Maßnahmen fördert und erhöht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zur Bekämpfung dieser Pandemie, denn nur gemeinsam können wir wirksam dieses Virus bekämpfen. Herzlichen Dank. Applaus